Hallo und willkommen bei einem weiteren Video von mir. Heute sitze ich hier in diesem Mazda 3, Baujahr 2014. Und das, was wir heute vorhaben, ist einmal CarPlay nachzurüsten. Das Problem an diesem Auto ist, es ist ein wunderschönes Auto, fährt schnell, ist relativ spritsparend. Ausstattung ist super, aber kein CarPlay. Und wie ihr von meinen alten Videos wisst, bin ich CarPlay-Guy. Mein anderes Hobby sind Firmware-Updates für Radios. Und Firmware-Updates für Radios, das brauchen wir jetzt, weil erst mit dem Firmware-Update können wir das neue Modul einbauen, was wir uns geholt haben. Verlinke ich alles. Und dann funktioniert erst das CarPlay. Und dafür müssen wir jetzt halt einmal die Firmware von diesem Radio updaten. Die habe ich mir hier schon auf den Stick gezogen. Link in der Beschreibung. Und das Erste, was wir machen müssen, ist einmal das Radio an. Das heißt, wir machen hier einmal Zündung, Power, dann fährt das Teil hier hoch. Jetzt sind wir im normalen Menü, alles super. Das, was wir machen müssen, ist aber eine Tastenkombination. Und zwar müssen wir die Musiktaste drücken, das Stern drücken und quasi Mute drücken gleichzeitig. Wir drücken das mal gleichzeitig. Dann erscheint nämlich im Display folgendes Menü. Und jetzt, wenn wir hier einmal die 3 drücken und Enter, dann sehen wir No Active DTC. Das ist richtig so. Falls das dann nicht steht, verlinke ich euch ein Video, wo drin steht, wie ihr es richtig macht. Als Nächstes ist natürlich ganz wichtig, es dürfen keine Geräte angesteckt sein und es darf auch keine SD-Karte mehr im Auto sein. Das heißt, wir gucken uns einmal die Mittelkonsole an. Mittelkonsole, wir gucken mal. Ach, guck an, eine SD-Karte, die holen wir natürlich erstmal raus. Navi-Software braucht eh keiner. Wir haben ja CarPlay bald. Und den USB-Stick stecken wir hier rein. Der Slot ist egal. USB-Stick ist drin. Der USB-Stick sollte unbedingt FAT32 formatiert sein, sonst wird das nämlich nichts, sonst erkennt das Radio das nicht. Jetzt können wir weitermachen auf dem Radio. Wichtig ist, dass wir aus diesem Modus erstmal raus müssen und dafür müssen wir erstmal auch Clear drücken. Dann sind wir wieder im Standardmodus. Jetzt können wir die 99 eingeben. 99 steht für System Update und drücken Enter. So, wir drücken einmal auf Suchen. Dann sucht das System nach den Updates, die auf dem Stick drauf sind. Und wir sehen, aktuell ist die 56.5.13. Und wir haben zwei Sachen zur Auswahl. Einmal das Notlauf-Systempaket und die Neuinstallation. Das, was wir erstmal machen müssen, ist das Notlauf-System. Das heißt, wir drücken hier einmal drauf. Fragt, möchten Sie es installieren? Ja, will ich. Das heißt, der fängt jetzt an. Das Update dauert nicht so lange. Das heißt, das können wir jetzt einfach getrost einmal laufen lassen. A few moments later. So, die Installation ist jetzt erfolgreich abgeschlossen. Installation erfolgreich, kein Neustart erforderlich. Was ist das denn bitte für ein Firmware-Update, wenn kein Neustart erforderlich ist? So, wir sind auf der neuesten Version. Wir machen ganz normal weiter. Das heißt, wir gehen halt wieder in unsere Position, Musiktaste, Mute-Taste und Sternchen drücken. Dann kommen wir wieder in den Screen. An der Stelle müssen wir jetzt nicht mehr auf die 3 drücken, sondern gehen direkt auf die 99. Das System-Update hatten wir gerade auch schon mal. Und wir klicken auf Suchen. Dann sucht er, was wir haben. Jetzt müsste er das gleiche finden wie gerade. Und jetzt haben wir unser neues Installationspaket. Da klicken wir drauf. Dann fragt er, wollen Sie wirklich? Dann sagen wir natürlich, ja, ich will. Und jetzt datet er ab. Dieses Update kann länger dauern, 20, 30 Minuten. Wie ich auch im Update von dem Android-Radio schon gesagt habe, sind Updates immer schön. Aber wenn der Strom mittendrin ausgeht, ist das Ding kaputt. Damit das nicht passiert, immer ganz wichtig, erstens, wir haben hier vorne ein Batterieladegerät angeschlossen, heißt, Saft wird uns nicht ausgehen. Und das Zweite an diesem Auto ist, dass nach 20, 25 Minuten der Strom abgeschaltet wird vom Auto. Deswegen drücken wir ganz am Anfang von der Arbeit, drücken wir einmal die Kupplung. Dann sehen wir im Display ein Schloss und das Start leuchtet grün. Das ist so in Ordnung. Das heißt, jetzt haben wir erstmal 20 Minuten Ruhe. Das heißt, in den nächsten 20 Minuten wird das Auto sich nicht runterfahren. Und nach 20 Minuten, das heißt, am besten irgendwie hier einmal einen Wecker stellen. Hey Siri, stelle einen Timer auf 20 Minuten. Okay, 20 Minuten. Läuft. Das heißt, in 20 Minuten werden wir nochmal erinnert. Und dann einfach nochmal Kupplung treten, damit das Ding nicht ausgeht.
Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir fertig sind mit dem Update. Das Update ist ausgeführt. Wir haben 30, 35 Minuten gebraucht. Das Radio will, dass wir es neu starten. Zum Neustarten müssen wir einmal jetzt nochmal alles anmachen und ausmachen. Jetzt ist das Auto sozusagen aus und jetzt fährt auch das Radio runter. Das heißt, jetzt müssen wir warten, bis das Radio komplett runtergefahren ist. Und bis das Display komplett dunkel wird. Das heißt, wir müssen tatsächlich darauf achten, dass das halt einmal komplett schwarz wird. Das sieht man so ganz leicht dann. Moment, schimmert es noch ein bisschen. So, dann machen wir nochmal an und hoffen, dass das Radio hochfährt. Beim ersten Start nach dem Firmware-Update haben wir logischerweise ein bisschen längere Startphase. Das heißt, der braucht jetzt ein bisschen. Lustige Logo-Animation, ist immer schön. Und dann gucken wir uns gleich mal an, ob auch die neueste Version drauf ist. Was für wunderschöne Animationen. So, gehen wir mal... Oh, ja gut, das ist klar, das hatten wir gerade auch schon. Gehen wir mal auf die Einstellung. Jetzt gehen wir mal hier ganz nach rechts. System ist richtig. Jetzt gehen wir mal runter. Über. Versionshinweise. Und wir sehen die 70.00.100 EUN, wie geplant, wurde installiert. Das heißt, ersten Teil haben wir. Und beim zweiten Teil haben wir hier dieses wunderschöne Teil. Mit lustigen chinesischen Zeichen auf der Seite. Das heißt, das ist jetzt kein Originalteil, aber es sieht echt gut verarbeitet aus, muss man sagen. Das bauen wir jetzt quasi da ein. Dafür muss die Mittelkonsole auf und ja, da machen wir uns jetzt dran. Und dann sehen wir uns gleich weiter. Bis später.